Das wird heute wohl einer der umsatzschwächsten Tage des Jahres bisher an der Wall Street. Das ist schon ziemlich Sommerloch. Wir hatten ein bisschen Action in Japan, wo der Nikkei deutlich ins Minus gedreht ist, weil Dollar-Yen stark gefallen ist. Also der Carry-Trade wieder mal Probleme bekommt. Aber dann haben die Amerikaner gesagt, na gut, wir wollen uns jetzt mal ein bisschen zurücklehnen. Wir warten auf das, was dann Richtung Ende der Woche kommt von Jerome Powell in Jackson Hole. Der soll uns klar machen, wie oft wirst du denn die Zinsen senken, denn dass die Fed die Zinsen im September senken wird, das ist jetzt schon sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Da muss man sich nur mal jene Fed-Speaker anschauen, also jene Fed-Mitglieder, die noch vor kurzem gesagt haben, also Ende des Jahres oder vielleicht gar nicht werden wir die Zinsen senken, die dann sagen, ja, ich bin jetzt offen für eine Zinssenkung schon im September, so wie ein Bostic etwa oder wie heute ein Neil Kashkari, der ja als sehr hawkisch zuletzt aufgetreten ist, also von Zinssenkungen nichts wissen wollte. Heute hat er gesagt, ja, ich bin offen für eine Zinssenkung im September, denn die Risiken zwischen Inflation und Arbeitsmarkt, die sind jetzt in einem besseren Verhältnis, bla bla. Offenkundig gab es da eine klare Ansage, Jungs, wir werden jetzt im September die Zinsen senken. Aber die Frage ist, was kommt dann? Und da sehen wir, dass die Märkte ja schon sehr viel an Zinssenkungen einpreisen auf der einen Seite, gleichzeitig aber eine weiche Landung der Wirtschaft erwarten. Und weil sie viele Zinssenkungen einpreisen, wird der Dollar abverkauft, der wohl auch unter Druck ist aufgrund der, sagen wir mal so, planwirtschaftlichen Ideen von Kamala Harris. Und auf der anderen Seite dürfte auch das, was Trump vorhat, richtig die Schuldenorgie weiter anheizen, ob Harris, ob Trump. Da dürfte wahrscheinlich kein ganz großer Unterschied bestehen, was die Schulden zumindest betrifft. Dementsprechend der Dollar ziemlich im freien Fall. Schauen wir uns mal an, wie die Aktienmärkte reagiert haben in den letzten Jahren. 22, da hatte Jerome Powell gesagt, ja, wir werden alles tun, um die Inflation nach unten zu bringen. Das war so ein Whatever it takes Ansatz, wie einst von Mario Draghi zur Rettung des Euro. So damals Jerome Powell zur Bekämpfung der Inflation. Die Aktienmärkte liebten es nicht. Booms ging es nach unten. Dann im letzten Jahr ein fast überraschender Pivot von Powell, der sagte, ja, also wir sehen ja Zeichen der Disinflation etc. Also es ging hin und her bei Jerome Powell. Jetzt ist klar, die Zinssenkung wird kommen im September. Aber was macht das mit dem Dollar? Wir sehen, der ist doch so tief wie seit Januar nicht mehr. Auf der anderen Seite, wie Sven Hendrik hier zeigt, haben wir oben beim RSI eine positive Divergenz und so eine bullische fallende Wedge. Normalerweise ein ziemlich gutes Setup für steigende Kurse. Was wir hier sehen, ist der Dollarindex, also dieser Währungskorb. Aber momentan drückt eben das, was zum Beispiel die gute Kamala Harris gesagt hat, höhere Steuern latent, also für bestimmte Unternehmen und so weiter, Preiskontrollen vor allem, dann diese ganzen Unterstützungen für Familien, die Kinder bekommen, für Hauskäufer etc., das dürfte für die Märkte in der Summe negativ interpretiert werden. Bisher hat man sich ja gesagt, ja, Kamala Harris ist doch super, aber auch Donald Trump wird sehr viel Geld ausgeben und wenig Geld einnehmen, denn auch er will die Steuern senken und auch er wird einige Sachen initialisieren, die vor allem den oberen wenigen helfen, denn wenn du jetzt Zölle machst, dann werden Produkte teurer, das trifft diejenigen vor allem stark, die eben Geringverdiener sind. Wenn ein Reicher irgendwie für ein Produkt ein paar Cent mehr zahlen muss, dann ist dem das egal, aber bei ärmeren Leuten spielt das eben durchaus eine Rolle und sehen wir, was 2024 schon passiert, geschweige denn 2025 folgende. Wir sehen, dass das Spending 24,2% des Bruttosozialprodukts betrifft. Der Durchschnitt der 40 Jahre davor war 21,1% und vor allem ist das Defizit eben ein Riesenproblem. Wir werden 6,6% Defizit auch in diesem Jahr wieder machen. Das sind Werte, die schon sehr enorm sind und das in der eigentlich besten aller Welten, wo wir ja keine
lange Rezession hatten. Und die Frage ist halt, jetzt kommt die Rezession. Die Aktienmärkte sagen, nein, siehst du, wir haben doch die Erstanträge gehabt und wir haben gute Einzelhandelsumsätze gehabt, die allerdings ein paar Fragen aufwerfen, wie ich auch heute Morgen versucht habe zu zeigen. Jedenfalls haben wir mal eben 3 Billionen an Marktkapitalisierung hinzugewonnen seit dem August-Tief. Gleichzeitig sehen wir diese Divergenz zwischen Dollar-Yen auf der einen und den Aktienmärkten auf der anderen Seite, die lange sehr parallel gelaufen sind. Ein Warnzeichen, Fragezeichen. Lance Roberts hier mit einem Chart, der reinste Bärenpornografie ist, nämlich einem Vergleich mit 1987. Damals gab es auch einen schärferen Einbruch, kein Crash. Dann kam eine Erholung und dann kam der massige, heftige Abverkauf. Aber wie gesagt, das ist natürlich nicht ernst zu nehmen, meine Damen und Herren. Aber eins ist klar, die Märkte reagieren jetzt auf jeden Strohhalm an Hoffnung, dass die weiche Landung wirklich gelingt und keine Rezession kommt. Deswegen sehen wir, wie stark diese Korrelation jetzt Wachstum mit Zugewinnen an den Aktienmärkten ist. Hier rechts oben sehen wir das. Das ist die größte Reaktion auf Wachstumszahlen, wenn sie denn kommen, seit Corona. Und die geringste Reaktion auf die Inflationsdaten seit Januar. Wir hatten ja kürzlich die Inflationsdaten, war nicht mehr der ganz große Burner. Aber wir sehen, die Hoffnung ist ja da, Soft Landing, das hat ja die Rallye maßgeblich befeuert. Hier sehen wir mal den Bloomberg Economic Surprise Index, der so tief steht wie seit 2021 nicht mehr. Also die Daten geben es eigentlich nicht her, dieses Soft Landing. Vor allem eben, weil die Arbeitsmarktdaten immer schwächer werden. Und da kommt ja am Mittwoch dann noch die Revision durch das Bureau of Labor Statistics. Zwischen 600.000 und 1 Million Stellen dürften da wegfallen, weil die nie existiert haben. So ist die Erwartung. Dennoch erwarten 74% der Großinvestoren, von der Bank of America befragten Großinvestoren, erwarten jetzt eine weiche Landung. Im Juni waren es 20% weniger. Das ging sehr, sehr schnell. Und hier unten habe ich Ihnen mal eine Überschrift aus Ende September 2007. Da war auch die weiche Landung, das Konsens, die Konsensannahme. Was danach passiert ist, das wissen wir. Schauen wir uns mal ein paar Dinge an, die uns vielleicht Aufschluss geben über den wirklichen Stand der Wirtschaft in den USA. Wir sehen hier Webseitenbesuche von Airlines, von Kreuzfahrtschiffen, von Hotels im weitesten Sinne, alles sehr stark rückläufig, alles tendenziell im freien Fall, aber die Wirtschaft ist super stark. Wir haben heute als einziges Konjunkturdatum bekommen die Frühindikatoren, die Leading Indicators, minus 0,6 statt minus 0,4 erwartet, ja seit Jahren fast schon negativ dieser Wert. Gleichzeitig sehen wir, dass die Credit Card Defaults, also die Zahlungsausfälle in Sachen Kreditkarten, schneller steigen, als das in der Finanzkrise passiert ist. Wir haben auch positive Daten, keine Frage, aber da ist schon eine auffallende Häufung von negativen Einschätzungen, so heute auch von der Fed von New York, die gesagt hat, also wir sehen einen scharfen Anstieg von Leuten, die Jobs suchen und die Unsicherheit bei dem bestehenden Job wächst, ob man diesen Job behalten kann. Also wir sehen, dass die Dinge hier nicht wirklich so richtig gut aussehen, aber von den Märkten derzeit so gespielt werden. Diese Geldflüsse, die jetzt zu verzeichnen sind, interessanterweise, da hat man Geld aus Equities genommen, also aus Aktien, hat Geld rausgezogen aus Japan, aus der Eurozone und rein in Bonds, rein in Cash, haben wir an den Märkten jetzt noch nicht gesehen. Vielleicht wird das noch wirksam. Und wenn wir jetzt mal nach Deutschland kommen, ich wollte eigentlich eine andere Grafik zuerst, nämlich die hier. Wir vergleichen mal Kalifornien mit Deutschland. Und Kalifornien war ja die Nummer 5 als Einzelwirtschaft. Wäre Kalifornien ein Staat, wäre es die 5-größte Volkswirtschaft. Und jetzt ist man dabei, Deutschland zu überholen. Und das, obwohl Kalifornien ja auch nicht so toll dasteht. Viele Firmen gehen ja weg aus Kalifornien Richtung Texas, Richtung Florida. Aber dennoch schafft es Deutschland eben hier von Kalifornien überholt zu werden, weil es bei uns bergab geht. Ein Symptom dafür heute die Aussagen der Bahn, Fahrpläne werden nur noch geschätzt, geschweige denn, dass wirklich die Fahrpläne eingehalten werden, eben weil die Infrastruktur so extrem marode ist. Hups, das war eigentlich noch jetzt eine bullische Aussage zu den Aktienmärkten.
nämlich von Goldman Sachs, die sagen, der Pain Trade geht nach oben, weil das Gamma der Dealer jetzt positiv sei und weil das der Weg des größten Schmerzes sei. Aber zurück nach Deutschland. Und dieser Abstieg hängt auch zusammen mit der Politik der Bundesregierung. Mal Hü, mal Hort, mal Förderung. Dann Förderung läuft übrigens heute aus, weil die Töpfe leer sind. Das scheint jetzt auch bei den Wärmepumpen der Fall zu sein. Noch am 13.8. hatte Habeck gesagt, also solange ich Minister bin, wird diese Förderung beibehalten. Das ging dann relativ schnell, aber dafür haben wir dann sehr gute Projekte, wo das Geld reingeht. Und das ist natürlich etwas, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, nämlich die Förderung gendertransformativer Ansätze zur Stärkung der Resilienz der Zivilgesellschaft in Kamerun. Und da gehen auch nur 21 Millionen Euro rein. Also nicht, dass wir die bräuchten, nein, weil wir müssen ja die gendertransformativen Ansätze in Kamerun, die sind wahrscheinlich wichtiger, als dass wir hier unsere Wirtschaft wieder ankurbeln, meine Damen und Herren. Das sagt so ziemlich alles. Abschließend zwei Empfehlungen. Zinsen, die Fed-Konferenz in Jackson Hole hat die Enttäuschungspotenzial, weil die Märkte zu viele Zinssenkungen einpreisen? Fragezeichen. Erste Empfehlung, gerne weiterempfehlen. Und die zweite und letzte ist der Dollar. Da geht es richtig bergab. Ist da jetzt das Ende der Fahnenstange nach unten erreicht? Ja oder nein? Das ist die zweite Empfehlung. Jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.